Klassiker neu aufgelegt und noch dazu mit Elektroantrieb. Das ist das Puch E-Waffenrad. Doch nicht nur das Retro-Flair ist bemerkenswert, auch beim Antrieb setzt man Akzente. Denn das E-Waffenrad kommt nicht etwa mit dem weit verbreiteten Bosch-Antrieb, nein, man hat sich für das noch sehr neue Shimano Steps Mittelmotorsystem entschieden. Und gleich vorneweg, das System passt ausgezeichnet zum Charakter des Waffenrades. Denn mit der sanften, harmonischen und noch dazu sehr leisen Kraftübertragung ist man solide und unauffällig unterwegs. Auch die Reichweiten passen, 70 km Tagesleistung haben wir erreicht, mit Zurückhaltung geht auch mehr. Bemerkenswert ist die unauffällige, aber doch nachdrückliche Antriebsunterstützung. Auch jenseits der 25 km/h lässt sich das E-Waffenrad erstaunlich leicht bewegen. Das Display des Shimano Fahrradcomputers ist klein und minimalistisch, enthält aber die wichtigsten Anzeigen. Die Antriebsunterstützung bis 25 km/h ist in den Abstufungen Eco, Norm und Hoch möglich. Bedient wird der Fahrradcomputer über einen kleinen Schalter am Lenker. Der Computer ist abnehmbar. Mit der Shimano Nexus 8-Gang-Schaltung findet man das Auslangen, vor allem angesichts des typischen Einsatzgebietes für dieses E-Bike, das sich von Alltagsfahrten bis zu kleineren Touren erstreckt. Die weitere Ausstattung des 23,5 Kilogramm schweren 28 Zoll E-Bikes ist ebenfalls solide und dem Zweck gewidmet. Hydraulische Magura HS11 Felgenbremsen, Schwalbe Big Apple Reifen in Retrobraun, Retro-Style auch für Sattel- und Lenkergriffe sowie das Busch- und Müllerlicht mit Standlichtfunktion, gefederte Sattelstütze, Felgenschloss sowie ein Gepäckträger, der auch den 418 Wattstunden Akku beherbergt, welcher übrigens zum Laden entnommen werden muss. Eine Vollladung dauert 4 Stunden, das Ladegerät ist relativ kompakt geraten und lässt sich daher auch gut mitnehmen. Fazit: Das Puch E-Waffenrad gehört zu den besonders empfehlenswerten Pedelecs. Die Komponenten sind gut gewählt, der Shimano Steps Antrieb passt optimal zum Charakter dieses Fahrrades und mit einem Listenpreis von 2.499 Euro bleibt das Retro-Bike im Rahmen.